Beate Müller-Gemmecke das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss gestehen, der Antrag der Linken irritiert mich auch. Sie, die Linken, wollten bisher die Leiharbeit regulieren. Jetzt wollen Sie die Leiharbeit ganz verbieten. Weiter geht es um Scheinwerkverträge. Ein anderer Antrag, Sie haben es gerade angesprochen, liegt ja bereits vor. Und wir haben noch nicht mal die Anhörung durchgeführt. Also, um was geht es heute eigentlich? Wir Grünen stehen zu unseren Positionen. Wir wollen die Leiharbeit nicht abschaffen, aber regulieren. Sie soll weiterhin zur flexiblen Abfederung von Auftragsspitzen und zur Überbrückung personeller Engpässe genutzt werden können, aber nicht zum Nachteil der Beschäftigten. Leiharbeitskräfte müssen fair bezahlt werden und mehr Sicherheit erhalten. Und deswegen fordern wir konsequent Equal Pay, und zwar, Herr Kolb, nicht nach 9 Monaten, sondern ab dem ersten Tag. Wir fordern einen Flexibilitätsbonus von 10% und die Wiedereinführung des Synchronisationsverbots. Wir kritisieren auch, dass die Leiharbeit vermehrt durch Werkverträge, Scheinwerkverträge umgangen wird. Und deshalb haben auch wir einen Antrag eingebracht, und wir fordern klare Kriterien und eine eindeutige Abgrenzung zwischen Leiharbeit und Werkverträgen. Diese Positionen sind bekannt. Bei uns Grünen gibt es also nichts Neues. Dafür kann ich aber versichern, dass wir heftig darum streiten wollen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aber ich möchte die heutige Diskussion noch einmal für einen anderen Aspekt nutzen. Es ist auch schon angesprochen worden. Nach der Reform der Leiharbeit im letzten Jahr haben Sie, die Regierungsfraktion, aber auch die Bundesarbeitsministerin von der Leyen, die Verantwortung einer Equal-Pay-Regelung an die Tarifpartner übertragen. Sie haben den Tarifpartnern 1 Jahr Zeit dafür gegeben. Und falls es in dieser Zeit keine tragfähige tarifliche Regelung gibt, hatte die Ministerin eine gesetzliche Equal-Pay-Regelung in Aussicht gestellt. Das Jahr ist jetzt nun bald vorbei, und ich frage also die Regierungsfraktion, wie sieht es aus? Wird es zu einer tariflichen Regelung kommen? Wird es wirklich so sein, bald ist es vorbei, das Jahr, wird es wirklich zu jeder kleinen, muss jede kleine Branche selber verhandeln? Und wenn nein, wenn es keine tarifliche Regelung gibt, sind Sie dann endlich bereit, gesetzlich den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit auf den Weg zu bringen? Oder waren diese Ankündigungen mal wieder schöne Sonntagsreden? Kollegin Müller-Gemmecke, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Weiß? Ja. Frau Kollegin Müller-Gemmecke, nachdem Sie die Regierungskoalition und die Regierung fragen, kann ich ja nur mit einer Antwort, mit einer Rückfrage an Sie sein. Haben Sie zur Kenntnis genommen, weil das ja auch öffentlich bekannt gegeben worden ist, dass zurzeit die Gewerkschaften und die Zeitarbeitsgeberverbände, beziehungsweise zunächst mal vorneweg IG Metall und Gesamtmetall, auf der Tagesordnung der laufenden Tarifverhandlung das Thema Regelung von Equal Pay durch branchenbezogene Zuschläge und ein Datum, ab wann 100% gilt, auf der Tagesordnung haben, in diesen Tagen ihre Tarifverhandlung führen und uns auf Nachfrage sagen, jawohl, wir sind optimistisch, das hinzubekommen und damit das, was die Koalition angekündigt hat, tatsächlich in diesem Frühjahr stattfinden wird, aller Voraussicht nach. Kollege Weiß, natürlich habe ich das mitbekommen. Sehr gut. Ich weiß auch, dass die Metallbranche auch schon eine tarifliche Regelung hat. Aber Kollege Bartel hat es gerade ja schon angeführt. Es kann doch nicht wahr sein, dass jede Gewerkschaft für ihren Bereich irgendeine eine Liebe Kollegen, wir sind jetzt allerdings nicht im Dialog, sondern es heißt in unserer Geschäftsordnung Fragen und Bemerkungen. Gut, also das ist mir nicht bekannt, dass die Metallregelung dann auf alle Branchen übertragen werden kann. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Was wird dann mit den Branchen sein, wo es gar keine Tarifverträge gibt? Herr Kollege, was ist zum Beispiel mit dem Bereich der Kirchen? Ja, da gibt es auch Leiharbeit und, und. Also von daher, ich bin der Meinung, dass wir natürlich eine einheitliche Regelung brauchen und nicht eine IG Metall-Regelung. Im Übrigen,
Sehr schön, dass wir jetzt diskutieren, aber ich glaube, jetzt bin ich am Reden hier, weil das geht vielleicht dann auch von meiner Zeit ab. Und im Übrigen noch mal aus meiner Sicht, eine tarifliche Equal-Pay-Regelung ist für mich eh der falsche Weg. Die Gewerkschaften müssen mittlerweile über so viele unterschiedliche Themen verhandeln, die Übernahme von Azubis, Regelungen für ältere Übernahme von Leiharbeitskräften, Arbeitsplatzsicherung und vieles andere mehr. Und je mehr Themen dazukommen, Herr Kolb, stellen Sie doch eine Frage, umso weniger können die Gewerkschaften faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen durchsetzen. Meiner Meinung nach schwächt das die Gewerkschaften. Eine gesetzliche Equal-Pay-Regelung hingegen würde die Gewerkschaften stärken. Zudem war Ihre Reform der Leiharbeit letztes Jahr für die Beschäftigten eh nahezu bedeutungslos. Die Interessen der Leiharbeitsbranche aber und der Wirtschaft sind bedient worden. In der Folge ist der Trend zu immer mehr Leiharbeit ungebrochen. Die Unternehmen profitieren weiterhin doppelt. Sie halten Flexibilität und billige Arbeitskräfte. Die Leiharbeitskräfte hingegen leiden unter einer doppelten Belastung. Sie verdienen weniger und haben keinen sicheren Job. Ich bleibe dabei, das ist ungerecht und auch nicht fair. Leiharbeitskräfte haben einen berechtigten Anspruch auf die gleichen Arbeitnehmerrechte, auf faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen wie alle anderen Beschäftigten auch. Ich kann Ihnen also versichern, dass wir nicht locker lassen. Wir werden Sie immer wieder an Ihr Versprechen erinnern und konkretes Handeln einfordern. Sie sind jetzt am Zug. Machen Sie es ernst mit Equal Pay, und zwar mit einer gesetzlichen Regelung. Liefern Sie das, was Sie auch versprochen haben. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Gitta Konnemann für